Sterben immer noch viele Kinder an Krebs. Viel zu viele. Tschernobyl ist in Weißrussland? Ich dachte, das liegt in der Ukraine. Ja, aber direkt an der Grenze. Und der Wind kam damals von Süden her. Übrigens nur so als Tipp, Weißrussland hört man hier nicht so gerne. Ach ja? Was hört man dann gerne hier? Belarus. Weißrussland ist eine deutsche Erfindung. Ach so. Kommst du auch nicht aus Weißgriechenland, oder? Nein. Ich komme aus Kreuzberg. Sie sind gut informiert. Lernt man das bei der Bundespolizei? Ich lese Zeitung. Ihre Einheit nimmt Terroristen fest. Sie seilen sich aus Hubschraubern ab. Das muss doch langweilig für Sie sein hier. Ich habe schon langweiligere Promis geschützt. Die Frau des Bundespräsidenten braucht hier keinen Schutz. Sie ärgern sich, dass ich mich hier einmische. Und dafür sorgen Sie, dass ich sicher und schnell wieder nach Hause komme. Mal ehrlich, Sie sehen mir aus, als ob Sie über Flugzeuge stürmen. Hör ich öfters, dass Sie irgendwas Arabisches an mir haben. Und wer hätte Sie dann mir auf den Hals? Strafversetzung. Добрый день. Добрый день. Ваши документы, пожалуйста. Алиса Рудая, «Новая газета». Интервью с послом Швейцарии. Одну секундочку, пожалуйста. Куда? Куда поехала? Стоять! Пошел, пошел. Стоять! Звони! Белая машина! Женщина сидит в машине! Nehmen Sie den Kopf runter und bleiben Sie in Deckung. Keine Bewegung! Die Hände über den Kopf! Keine schnellen Bewegungen! Jetzt steigen Sie ganz langsam aus. Loslasse, sind wir alle tot. Ich, Sie, die Frau der Bundespräsidentin und der Botschafter. Ihr Glaube an das Gute macht sie stark. Ihr Mut macht sie zu helfen. Spezialisten. Ein Team. Die GSG 9. Demir Aslan hat sich seit seinem Eintritt in den Verband als zuverlässiger und kompetenter Bundespolizist erwiesen. Seine Einstellung zur polizeilichen Arbeit und sein Verhalten gegenüber Kameraden und Vorgesetzten sind vorbildlich. Ich wollte eigentlich eine Stellungnahme von seinem Setführer, nicht von seinem besten Kumpel. Ist doch alles sachlich und korrekt. Ich will niemanden in meiner Einheit, der seinen Bruder krankenhausreif schlägt. Demir erhält eine Abmahnung. Er steht unter Druck. Sein Bruder hat angeblich staatsfeindliche Mandanten. Verfassungsschutz ist an ihm dran. Du selbst hast ihn in Mangel genommen deswegen.
Ich habe ihn befragt, Gerd. Damit war die Sache erledigt. Dem ist weiter im Dienst. Er hatte keinen Grund, derart durchzudrehen. Wahrscheinlich hat sein Bruder ihn provoziert. Scheint er ein Talent für zu haben. Ich weiß, du machst eine schwere Zeit durch. Moment, Moment. Ich dachte, wir reden über den hier. Du hast deine Entscheidung getroffen. Gut. Du bist ein guter Setführer, Gerd. Du machst dich gerade für deine Jungs. Du regelst Probleme, sobald sie auftauchen. Was mit deiner Familie? Ich meine, du bist ausgezogen. Hast du vor, das zu klären, oder wird sie auf Tauchstation gehen? Ich glaube nicht, dass ich das mit dir besprechen möchte. Kann ich verstehen, aber ich möchte das mit dir besprechen. Anauf? Die Frau des Bundespräsidenten, das muss eine Ente sein. Sie wird von zwei meiner Leute bewacht. Eine einzelne Frau überwindet die Sicherheitssysteme der Botschaft und überwältigt zwei Männer der GSG 9? Die Männer sind Profis, Herr Bundespräsident. Ich versichere Ihnen, wir werden Ihre Frau befreien. Unversehrt. Ja, natürlich. Auf Wiederhören. Was fordert sie? Gibt noch keinen Kontakt zu ihr. Wir sind eine der führenden Spezialeinheiten in der Welt. Die Männer sind darauf trainiert, solche Konflikte zu verhindern. Konnten sie nicht. Die Frau ist ein echter Knaller. Du fliegst mit Frank und Kaspar nach Minsk. Z30 ebenfalls. Ich will einen perfekten Einsatz. Wer ist die Frau? Weshalb die deutsche Botschaft? Ich meine, gab es keine Hinweise, keine Anzeichen. Wer hat da gepennt im BND? Bei uns? Ah, Post von den Kollegen aus Belarus. Zwei Spezialeinheiten sind unterwegs. Was? Das ist unser Hoheitsgebiet. Die unternehmen gar nichts. Ich will mit dem Krisenstab verbunden werden. Wir werden tun, was Sie verlangen. Legen Sie die Waffe weg. Sagen Sie uns, wer Sie sind und was Sie wollen. Das werden Sie gleich erfahren. Lassen Sie uns doch in Ruhe reden. Legen Sie die Waffe weg und sagen Sie uns, was Sie fordern. Ich bin sicher, wir finden eine Lösung. Ich weiß schon, was ich mache. Machen Sie wenigstens Frau Dr. Simon los. Das ist nicht notwendig. Sie haben die Kontrolle. Wir werden kooperieren. Kooperieren. Gut. Anrufen. Rufen Sie den Präsidenten an. Er wird mit ihm sprechen. Bundespräsidialamt Berlin. Hallo. Ja, hallo, mit wem spreche ich? Hier ist Brigitte Simon. Guten Tag, Frau Simon. Ich möchte gerne meinen Mann sprechen. Schnell, bitte. Natürlich, einen kleinen Moment, bitte. Hallo. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leitung ist tot. Conny und Demi bauen keinen Scheiß. Sie hatten einfach keine Chance. Die Frau hat alles perfekt geplant und durchgezogen. Wirft trotzdem ein schlechtes Licht auf uns. Los geht's.
35 Jahre alt, geboren in Hrodna. Chemikerin und Journalistin, spricht fließend Deutsch. Seit August 2004 zur Fahndung ausgeschrieben, wegen, Moment, terroristische Aktivitäten, Einbruch, Geheimnisverrat. Kriegen wir das genauer? Ja, mehr liegt nicht vor. Also meiner Meinung nach hat es ja einen politischen Hintergrund. Bender hat gerade mal beim BND nach, was wir über sie wissen. Und wir sollten mal mit ihrer Mutter reden. Janina Lissuk hat Familie in Berlin, Mutter und Sohn. Wohnen bei Bekannten in Neukölln, Asylantrag läuft. Ja, lass die Leute herholen. Ja. Es gab einen Kontaktversuch. Der First Lady scheint es gut zu gehen, soweit. Mehr wissen wir allerdings nicht. Das Telefonnetz war plötzlich tot. Tot? Wie tot? Das ist deutsches Hoheitsgebiet. Und wir brauchen keine Chance mehr durchzukommen seitdem. Was ist mit den Handys von Conny, von dem hier? Wir sind dran. Das war Absicht mit dem Telefon. Saschenko will Krieg. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie schreiben auf, was Sie fordern, und einer von uns bringt es raus. Sie bringt es raus. Sie hat die Autorität. Sie kann sich direkt mit den deutschen Behörden in Verbindung setzen. Sie machen das. Aber Sie sprechen keine Worte mit belarussischer Geheimpolizei. Dieses Video muss nach Deutschland. Wenn Saschenko es bekommt, wir werden alle sterben. Er lebt noch. Er wird verbluten, wenn wir ihm nicht sofort helfen. Halt! Stehen bleiben. Bitte, machen Sie die beiden los. Lassen Sie sie helfen. Er hat sofort geschossen. Er hätte uns alle getötet. Dieser Mann ist ein Killer. Ich kenne diesen Mann. Er ist ein Mitarbeiter unserer Visa-Abteilung. Ich flehe Sie an. Ihr Mitarbeiter hat eine Waffe. Er arbeitet für belarussische Geheimpolizei. Halt! Sie beruhigen sich jetzt. Dieser Mann wird sterben, wenn wir nicht sofort helfen. Sie riskieren, dass das Gebäude gestürmt wird. Sobald es die ersten Toten gibt, werden die nicht mehr zögern. Gut. Sie machen ihn los. Messer. Sie bringen ihn raus. Ich beobachte sie. Sie reden niemanden, treffen niemanden und kommen sofort zurück. Simeon, komm! Oma, komm mal her! Hier im Fernsehen, da ist Mama! Entschuldigen Sie, sind Sie die Frau Lissuk? Sofort den Braten! Wir zeigen hier einen von der Presse, vom Fernsehen und kommen dann mit dem zweiten von hinten übers Dach. Weiß nicht, ob die das schluckt. Die Frau ist ein Profi. Okay, Jungs. Andere Vorschläge, bessere Optionen. Vielleicht hast du recht, Gap. Ist ein Versuch wert. Lev Dukin, willkommen. Kapitän Saschenko erwartet Sie.
Freut mich. Gebhard Schurlau, GSG 9. Sie sprechen Deutsch, ja? In der DDR groß geworden. Schön. Das wird die Sache vereinfachen. Kommandant Soschenko? Gebhard Schurlau, GSG 9. Wir haben Schüsse gehört da drinnen und es gibt noch mit niemand Kontakt. Telefone funktionieren nicht. Ich nehme mal an, das war Lissuk selbst. Nicht schießen! Nicht schießen! Das ist einer meiner Männer! Nicht schreit! Вызови скорую! Скорая сюда! Зарёк! Опустите оружие! Стоп! Зарёк! Зарёк! Окей! Ganz ruhig! Ich werde den Mann jetzt hier hinlegen und dann komme ich zurück! Deutsche Boden, ihre Sache. GSG 9, Bundesrepublik Deutschland! Einer meiner Männer und ich werden jetzt den Verletzten bergen! 5-5. Gar nicht gut aus. 5-3 hat eine Nachricht hinterlassen. Niemand da draußen weiß, was sie eigentlich wollen. Weil ich keine Möglichkeit habe. Soschenko verhindert es bewusst. Er will nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Da auf dem Tisch liegen unsere Funkgeräte. Die Männer meiner Einheit funken auf der gleichen Frequenz. Das sind Profis, die werden alles tun, um Gewalt zu vermeiden. Reden Sie mit denen. Eine Kriminelle, die vor keiner Gewalttat zurückschreckt. Es gibt allerdings Leute, die das anders sehen. Für sie ist sie das Opfer eines autoritären Regimes, eine Heldin sozusagen. Sie hat die Frau des Bundespräsidenten in ihrer Gewalt. Da ist mir egal, ob es Leute gibt, die sie nett finden. Ich versuche herauszufinden, was sie antreibt. Wir haben noch keine Forderung von ihr. Und? Verzweiflungstat, möglicherweise. Ihr Mann ist vor einem halben Jahr ums Leben gekommen. Unfall, offiziell. Er war auch in der Opposition. Mach du das mal einmal, du hast da ein Händchen für. Du meinst ein weibliches? Auf Boden setzen! Schnell! Fesseln! Ты меня слышишь? Что там внутри? Какая-то ситуация? Erstes OG, Salon rechts. Zwei Zugänge. Kabelbinder, Pistolen, Sprenggürtel bei Lissuk. Zünder, linke Hand auf Entlastung. Verdammt. Ich schlage vor, wir lenken Sie ab und gehen von oben rein. Können Sie Hubschrauber organisieren? Mit einer glaubwürdigen Tarnung, das heißt Presse, Notarzt oder so. Wir haben die gleichen Ideen, kommen Sie. Governor, Dwiege. Helm und Sprechgarnitur vom Feinsten. Z-Tech, Schutzklasse 1, 2000er. So rennt manches SEK bei uns nicht rum. Die Leute haben hier nichts zu fressen, keine Arbeit, aber dafür geben die Polizisten ihr Geld aus. Alter Anti-Russen-Reflex? Nee. Alter Anti-Weißrussen-Reflex. Hier ist der Geheimdienst immer noch KGB. Also, Augen und Ohren auf, Genossen. Also, die Kollegen sind mit von der Partie, unter meinem Kommando. Belarussischer Täter auf deutschem Hoheitsgebiet, ist nicht gerade unkompliziert.
Die haben übrigens sehr genau Gebäudepläne und ich frage mich, woher. Worauf willst du hinaus? Wie gesagt, deutscher Boden. Geht dir eigentlich nichts an. Die reden über den Verletzten, als wenn sie ihn kennen würden. Heißt Fedor mit Vorname, seine Frau ist schwanger. Aber wissen die so ganz genau, wenn er nur Mitarbeiter in der Botschaft ist? Ich will Gep Schurnau sprechen. Ja, hier spricht Gep Schurnau. Inina Lisuk, sind Sie bereit zu verhandeln? Ja, ich bin bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Diese Frau können Sie nicht verhandeln. Ihre erste Entscheidung war richtig. Ich kann aber da reingehen und mir ein Bild von der Lage machen. Sie will sie nicht wieder gehen lassen. Dann nützt Ihnen Ihr Bild nicht. Ein Zugriff war die beste Option, solange wir keinen Kontakt hatten. Jetzt will sie verhandeln. Ich gehe drauf ein. Deeskalation. Sie machen einen Fehler. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Danke. Sie kommen hier! Alexei. Ich gehe rein. Da passiert sie. Du übernimmst hier draußen das Kommando. Der Kommandant sieht nicht begeistert aus. Ist mir scheißegal. Ich könnte jetzt zu Ihnen raufkommen. Gut. Alle Waffen runter. Hände über den Kopf. Sie rufen, wenn Sie hier oben sind. Verstanden. Hier alle sterben. Ich habe keine Ahnung, wer da draußen schießt, aber unsere Leute sind es bestimmt nicht. Machen Sie uns los! Die Schüsse kamen vom Gelände. Jemand will sie provozieren. Und ich versichere Ihnen, das war keiner von uns. Nicht schießen! Don't shoot! Don't shoot! Weapons down! Weapons down! Raus hier, alle! Sie befinden sich auf deutschem Hoheitsgebiet. Verlassen Sie dieses Gebäude! Das ist ein Befehl! Das ist in Ordnung! Get out of here! Close the door! Get out of here! Waffen runter. Sie können mir vertrauen. Ich werde jetzt ganz langsam auf Sie zukommen und den Zünder sichern. Und Sie bleiben einfach ganz ruhig stehen und halten ihn weiter fest. Ja? Gut. Ich gehe jetzt los. Ganz ruhig. Keine Panik. Ganz ruhig. Nein! Ganz ruhig, nicht bewegen!
Janina, ich hoffe, dass du das siehst. Du hast deinem Sohn Simeon immer gesagt, Gewalt darf man nur anwenden, um sich zu verteidigen. Eine Attrappe. Ich glaub's einfach nicht. Ich habe eine wichtige Nachricht vom weißrussischen Innenministerium. Unser Innenminister bittet Sie, Lissuk an mich zu überstellen. Ich werde es weiterleiten. Gut, ich hoffe, unsere Zusammenarbeit bleibt so kooperativ, wie sie begonnen hat. Zwei Ihrer Männer haben auf unserem Gelände das Feuer eröffnet. Es war Notwehr. Lissuk hat auf uns geschossen und Sie haben nichts unternommen. Ist das die deutsche Art, Leben zu schützen? Ich hatte durchaus nicht den Eindruck, dass Sie vorhatten, Leben zu schützen. Uns geht es gut und ich möchte, dass wir uns wiedersehen. Hier in Berlin. Also lass die Geiseln bitte frei und leg deine Waffe weg. Ich liebe dich, Mama. Das, meine Damen und Herren, waren der Sohn und die Mutter. Хорошо, что мальчику нравится в Берлине. Ведь ему ж без мамы расти. Я буду уже скоро с ним! Нет, Лисук. Я этого не допущу. И запомни, если что-то где-то про меня проскользнет, ты будешь не просто веселой вдовой, ты еще останешься и без сына. Er bedroht sie. Er bedroht ihren Sohn. Mach schnell. Sie sind nicht zu Hause. Such weiter. Послушай, не будь идиотом, я тебе лимон предлагаю. Лимон? Я говорю, не будь идиотом. Ты мне не оставляешь другого выхода. Ну хорошо, ты этого хотел. Ну и получай. Hat was rausgefunden über ein illegales Waffengeschäft. Sowjetische Armeebestände, die verkauft wurden an Mafia, an UNITA, nach Afrika und überall, wo noch Krieg gibt. Sochenko steckt dahinter und viele andere in der Regierung auch. Ich habe ihn gewarnt, aber er wollte unbedingt Sochenko eine Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Anatoly war mein Mann und Vater meines Sohnes. Sie haben 4 Personen als Geiseln genommen und mit dem Tode bedroht. Sie haben vielleicht sogar einen Menschen getötet. Was wollen Sie? Sochenko jagt mich, weil ich das habe. Ich verstecke mich seit Monaten. Ich habe gehofft, wenn ich ein Verbrechen auf deutschem Boden begehe, dann bringen sie mir von deutsches Gericht. Aber jetzt, er droht meinen Sohn. Bitte schützen Sie ihn. Haben Sie Familie? Wissen Sie, was es bedeutet, um Sie Angst zu haben? Wer so lange im Untergrund überlebt, der kommt ja auch raus ohne diesen Wahnsinn. Nein. Nur mit fremder Hilfe und mit sehr viel Geld. Und wie ist Ihre Familie rausgekommen?
über die polnische Grenze. Letztes Jahr, als Anatoly noch gelebt, da haben wir sehr viel bezahlt. Tausende Dollar. Wir wollen, dass Sie in Sicherheit sind. Warum sind Sie nicht mitgegangen? Weil unser Land von Verbrechen regiert wird und wir wollen dagegen kämpfen. Jetzt möchte ich Sie mal was fragen. Sie leiden unter einem brutalen Regime. Und Sie haben Ihren Mann verloren. Was ist es, was Sie trotzdem so gewaltbereit, so skrupellos macht? Bei Ihnen in Deutschland verschwindet niemand. Und es gibt keinen Autounfall, wenn jemand was falsch gesagt hat. Oder? Wir hatten auch ein Unrechtsregime. Es wurde gestürzt. Friedlich und ohne Gewalt. Wenn Sie dasselbe erlebt haben, warum lassen Sie uns allein? Was macht Ihre Regierung? Unsere Regierung unterstützt die Opposition in Belarus. Das wissen Sie so gut wie ich. Dass Sie Geld geben und lächeln in Kameras. Wissen Sie, was es überhaupt bedeutet, wenn jemand von deinen Augen ermordet wird? Jemanden, den du liebst? Oder dein eigenes Leben bedroht wird? Wissen Sie das? Sie haben mein Leben bedroht! Es macht wütend. Ich weiß. Fedor Vito, wie gut kann ein Angebot sein, dass man sich zum Diener zweier Herren macht? Geheimpolizei. Ausgerechnet in unserer Visa-Abteilung. Hier 5-1. Gell? Ist Personenschutz für Lissucks Familie veranlasst? Ja. Gut. Sie will, dass wir sie an die deutsche Justiz überstellen. Interessiert mich nicht, was die Frau will. Wie geht's den Geiseln? Die Geiseln sind unversehrt. Wenn wir Lissuk den Weißrussen übergeben, dann ist sie geliefert. Das entscheiden andere. Sotchenko wird sie ausschalten. Es war ihm scheißegal, ob hier jemand drauf geht, inklusive der Geiseln. Ich werde ihm Lissuk nicht zum Fraß vorwerfen. Was soll das heißen, du wirst nicht? Das ist eine Anordnung. Hier spricht eine der Geiseln. Mit wem spreche ich? Thomas Anhoff, Kommandeur der GSG 9. Herr Anhoff. Wir haben alle dieses Video gesehen, auch der Botschafter. Mit Verlaub, aber... Mein Mitgefühl für die Täterin hält sich in Grenzen. Das heißt aber nicht, dass ich schweigen werde, wenn Sie sie ausliefern. Weder vor der Presse noch vor sonst jemandem. Geben Sie das bitte so weiter. Mein Mann möchte ich gerne persönlich informieren. Auf Wiederhören. Bitte. Entschuldigung. Alles schien so friedlich hier zu sein. Und wenn man sich umdreht, schießen die einen in den Rücken. Nein, danke. Ich freue mich auf zu Hause. Das friedliche Kreuzberg. Friedlich, türkisch und in der EU. Wo wohnen Sie denn? Potsdam, Schnüsselhausen. Gleich neben Günther und Wolfgang. Bitte wen? Jauch und Job. Das ist ein tieferen Sinn, dass man Sie beide hier in eine Einheit gesteckt hat? Nee, er ist unser Quotentürke. Ach, so. Flugfeld in 5. Müssen wir mit Ärger rechnen? Scheint, als ob sich die belarussische Regierung damit abfinden kann oder muss. Gut. Ich melde mich wieder, wenn wir gestartet sind. Die alten Säcke gehen in die Knie von der Frau. Entschuldigung. Z30 und 50 fahren zum Flugfeld. Sie holen Lissuk ab und bringen sie her. Das PKA übernimmt sie. Eine Meldung vom Abschnitt 40. Das sieht aus, als hätten die einen Kleinen verloren. So ein Mist! Ja. Ich habe sie gefunden. Der Junge spielt Fußball. Gut. Wenn du bei ihnen bist, melde dich bei Rubinow. Gut.
открой ворота. Nachrichten für Gebhard Schurlau, bitte nach dem Pfeifton. Maya hier. Gebhard, bitte lass uns reden. Es geht ja nicht nur um mich. Lissy ist auch schon ganz unglücklich. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, aber das Ganze ist nicht nur meine Schuld. Bitte ruf mich an. Niemand wird Ihnen etwas tun. Lassen Sie sich nicht provozieren. Die lassen nur ein bisschen die Muskeln spielen. Keine Angst um mich. Ich habe Angst um meinen Sohn und meine Mutter. Ihre Familie ist in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen. Ach, Große, das tut mir leid. Oh, tut weh. Nein, geht schon. Ach, es muss ein Pflaster drauf. Wir gehen rauf zu deiner Oma. Woher kennst du meine Oma? Hey, Schwab, warte mal. Nein, nein, ich... Halt die Klappe. Lass mich los. Au, nein. Lass mich. Wie sieht's aus? Alles klar, ich hab ihn. Rubini wird gleich deinen Anruf bekommen. Sehr gut. Manu, steig jetzt. Sie verstoßen gegen internationales Recht. Lissouk ist eine Kriminelle. Und sie gehört hier ins Gefängnis. Ihre Regierung hat der Einigung zugestimmt. Wir werden jetzt in diesen Hubschrauber steigen. Bleiben Sie still! Afrikas Presidenta! Ich lasse es nicht zu, dass Sie meinen Namen durch den Schmutz zieht. Привет тебе от сына, Яниночка. Weiter! Halt! Полицей! Он у моих друзей. Хочешь с ним поговорить? Ты проклятая сволочь! No! No! Don't shoot! Don't shoot! Опустите оружие! Stop shooting! Put your weapons down! Get out of the way! Get out! Stop firing! Get out of the way! Так двое командира! Быстро!
Streifschuss. Was ist mit Ihrem Kollegen? Ist er verletzt? Er ist okay. Und Sie kriegen wir auch wieder hin. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich werde keine Aussage machen, wegen niemanden. Ich kann es nicht. Soschenko ist allein auf dem Video. Jetzt ist er tot. Die Regierung will behaupten, er hat auch allein gehandelt. Ich werde nicht widersprechen. Und was ist mit Ihrer Mission? Meine Mission ist meine Familie. Simeon! Simeon! Danke. Kommen Sie bitte mit. Es ging mir nicht um Politik. Ist nicht mein Ding. Das weißt du. Und letztendlich geht sie durch mich in den Knast. 12 Jahre kriegt sie bestimmt. Du hast dich meiner Anordnung widersetzt. Wenn ich denke, dass eine Anordnung meinem polizeilichen Auftrag widerspricht, bin ich verpflichtet, sie zu verweigern. Bericht kommt heute noch rein. Conny sitzt dran. Er und Demir haben sich übrigens vorbildlich verhalten. Das ist ihr Job. Demirs Abmahnung bleibt eine Tatsache, falls du darauf hinaus willst. Vor einer Woche hast du mich noch gerne angefasst. Oder sehe ich so schlimm aus? Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich ihn nicht auch erwischt habe. Ich hätte ihm auch gern 2 Rippen gebrochen. Demir vögelt euch halb Berlin, bei mir macht er auf Anstandsdame. Ich habe Skep gesagt, dass ich eine Affäre hatte, aber nicht mit wem. Hatte? Demir hat ihm scheinbar nicht gesagt, was er weiß. Auch nicht, dass er dich deswegen so zugerichtet hat. Gut. Dann wird es also nie jemand erfahren. Moore, dir war auch bewusst, dass das mit uns nicht für die Ewigkeit war. Ich habe das sehr genossen. Schon klar, ich bin ja nicht blöd. Hab ich da noch irgendetwas mitzureden, oder? Meine Familie geht kaputt. Ich will das wieder hinkriegen. Kümmere dich mal ein bisschen mehr um dich selbst, bevor dir was Wichtiges entgeht in deinem eigenen Leben. Demirs Bruder wird beschattet, wie du weißt. Das kam heute Morgen rein, BKA. Die sind ein bisschen irritiert. Was hat Murat Aslan mit deiner Frau zu tun?